Tunnelgräber noch davor und ihr seht, keine Chance für die Gegner. Seine Pfeile sind auch noch weg. Auch er probiert die Elite-Barbaren aus, aber keine Chance. Nächstes 3:0 für uns. Hey Leute, King of Clash hier und es ist mal wieder Samstag und damit stelle ich euch wieder ein neues, starkes Deck vor. Dieses Mal ein Lavahund-Deck extra für euch für Challenges. In der Defensive ist das Starke bei diesem Lavahund-Deck vor allem der Grabstein. Der Grabstein ist momentan sowieso einer der stärksten defensiven Karten, kann ich euch auch nur empfehlen für Decks. Dann natürlich der Megalakai, sowieso momentan für mich die stärkste Karte, immer dabei. Super stark momentan. Die Lakaien machen das gesamte Luftdeck einfach stärker und supporten einfach stark. Und vor allem baitet man damit ziemlich schön die Pfeile weg vom Gegner. Da die Lava-Pups ja auch am Ende beim Lava-Hund rauskommen, da gehen auch dann die Pfeile drauf. Oder unter Umständen auch für die Lakaien-Horde sind dann keine Pfeile mehr da. Da baitet man so ein bisschen dann die Pfeile weg, wenn der Gegner überhaupt Pfeile drin hat. Dann natürlich die Taktik bei diesem Deck ist überhaupt, den Lavahund nach vorne zu bekommen und kurz bevor er dann aufplatzt, müsst ihr noch den Miner davor schieben. Dass der Miner dann für irgendetwas tankt. Der Miner kann dann für die Lakaien tanken, für die Lakaien-Horde tanken. Der Miner kann für diese Lava-Pups tanken. Der Miner kann auch für die Megalakai tanken. Der Miner wird dann tanken für nachkommende Skelette unter Umständen. Also ihr merkt, es gibt wirklich ziemlich viele Möglichkeiten anzugreifen. Die Pfeile sind in erster Linie dazu da, um Lakaien oder die Lakaien-Horde abzuwehren oder auch kleinere Einheiten vielleicht wie die Skelettarmee oder Kobolde in der Defensive. Der Blitz ist offensiv richtig stark, der kann vor allem den Megalakaien das Musketier entfernen, ist nicht ganz so stark gegen die Bogenschützen. So, dann kommen wir direkt einmal zu den möglichen anderen Varianten von diesem Deck. Ihr könnt statt dem Grabstein auch die Kanone nehmen, ist aber definitiv nicht ganz so stark. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kanone dort auch gut funktioniert. Der Megalakai ist eigentlich auch Pflicht in dem Deck. Ich kann mir aber vorstellen, dass man den auch austauschen kann. Genauso gut wie die Lakaien oder die Lakaien-Horde. Statt diesen drei Lakaien-Arten kann man auch jeweils halt eine rausnehmen. Stattdessen kann man zum Beispiel die Bogenschützen reinnehmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, der Ritter funktioniert auch sehr gut. Der funktioniert dann als defensiver Tank. Der Eisgolem würde bestimmt auch sehr gut funktionieren. Musketier kann man mal versuchen, ist mir aber zu Lightning anfällig. Und man kann sogar mal die Skelettarmee versuchen. Das ist richtig stark. Das baitet dann auch nochmal mehr Sepp und Kampfholz. Was auch richtig gut funktioniert, ist der Inferno-Drache. Das ist eigentlich ziemlich schwer zu spielen. Also ihr könnt es mal ausprobieren. Ich finde es ziemlich schwer. Die Pfeile sind für mich wirklich wichtig in dem Deck. Man kann aber auch die Prinzessin mal stattdessen versuchen. Finde ich aber schwierig zu spielen. Also Leute, ich würde euch empfehlen, lieber die Pfeile drin zu lassen. Statt dem Blitz kann man auch ganz klar den Feuerball spielen. Machen viele. Hat halt einen kleineren Radius. Dann kann man auch zum Beispiel die Lakaien-Horde besser kontern damit. Dann müsst ihr aber Blitz und Sepp spielen, definitiv. Was ihr auch reinnehmen könnt, ist zum Beispiel den Eisgeist. Der funktioniert auch defensiv sehr gut. Für eine der drei Lakaien-Arten dann den Eisgeist reinzunehmen. Aber wenn ihr den Megalakai habt, auf jeden Fall immer den Megalakai drin lassen. Pflicht für dieses Deck ist eigentlich der Miner. Ich habe tatsächlich aber auch Decks gesehen, die ohne den Miner funktionieren. Mit Lavahund. Da braucht es aber ziemlich viel Skill für. Okay Leute, so viel zu den Erklärungen zu diesem Deck. Ist ziemlich schwierig zu spielen. Ist auch schwer zu erklären. Wie gesagt, der Miner tankt vor allem. Dann ist die Taktik vor allem, dass die Lakaien überleben und irgendwann in den Turm kommen oder auch in der Defensive der Gegner gerade keine Pfeile hat. Also wenn ihr verteidigt, dass der Gegner keine Pfeile für die Lakaien hat. Und das ist so ziemlich das Starke an dem Deck. Es gibt relativ wenige Konterdecks. Ihr könnt mit dem Deck eigentlich gegen fast alles gewinnen. Auch gegen Inferno-Turm. Klappt wirklich gut, weil ihr auch den Lightning da zum Beispiel dagegen habt oder der Lava-Hund ja auch noch aufplatzt. So viel zu der Taktik zu diesem Deck. Mehr könnt ihr dann sehen, wenn ich jetzt gleich spielen werde. Viel Spaß dabei, Leute. Eigentlich wollte ich das Spielen dazu jetzt schon gestern machen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Ihr könnt da mal kurz reinhören. Und schon wieder ein Disconnect.
Läuft! Läuft auf jeden Fall. Ja, so viel dazu, Leute. Hat gestern nicht ganz so gut geklappt. Aber jetzt habe ich auch noch eine kleine Änderung an dem Deck vorgenommen. Hoffentlich heute auch mit besserer Verbindung. Ich habe jetzt statt dem Blitz den Feuerball reingenommen. Der ist etwas billiger und konnte auch die Bogenschützen etwas besser. Vielleicht läuft es ja damit etwas besser. Mal schauen, Leute. Wir starten. Meine Starterhand gefällt mir überhaupt nicht. Okay, er startet mit den Elite-Barbaren. Interessant. Er splittet sie. Der kriegt da, glaube ich, gar nicht so schlechten Schaden hier raus. Schlecht von mir gespielt. Interessant. Er nutzt die Elite-Barbaren offensiv. Und er hat einen Tesla. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der Tesla kommt aber nicht an unseren Lava und dran. Richtig glücklich für uns. So, hier werfen wir noch einen Feuerball drauf. Und jetzt könnt ihr sehen, wie stark der Feuerball ist. Nämlich hier stirbt sofort auch so sein Mega-Minion. Und wir kriegen richtig guten Schaden raus. Richtig schöner Start hier. Der Blitz hätte uns hier nur 2 Elixier mehr gekostet. Auch der Feuerball konnte hier die Aufgabe richtig gut erledigen, finde ich. Wir müssen aufpassen mit seinen Elite-Barbaren. Die waren doch offensiv gar nicht so übel. Da kommen sie wieder. Diesmal setzen wir mal einen Megalakai noch defensiv. Und das sieht gut aus, finde ich. Das sieht richtig gut aus. Und hier sieht man auch, wie schwach die Elite-Barbaren sind. Zu den Elite-Barbaren werde ich morgen etwas bringen. Was ich von denen halte. Feuerball müsste jetzt sitzen. Mal schauen. Richtig gut. Kriegen wir den Turm? Nein, wir kriegen ihn nicht. Okay. Wir müssen aber nur noch einen Feuerball cyclen, dann haben wir ihn. Ich versuche es einfach mit meiner. Mal schauen. Schweinreiter von ihm. Da lassen wir jetzt nicht durch. Schöner Feuerball bringt ihm aber nichts. Nicht schlecht, okay. Jetzt wird er richtig aggressiv, macht er alles richtig hier. Schöner Feuerball, aber wir gehen einfach noch auf der anderen Seite richtig aggressiv und dann sollte es eigentlich auch der Turm sein. Denke ich mal. Und jetzt schauen noch die Lakaien danach. Könnten sogar durchkommen jetzt. Noch ein Feuerball drüber einfach. Ja, das sieht gar nicht übel aus. Tunnelkörper kommt jetzt leider nicht mehr davor. Fast noch das 2:0. Souveräner erster Sieg. Interessante Taktik vom Gegner. Ich denke, er hat mal die Elite-Barbaren ausgetestet. Warum nicht? Trotzdem schlechte Gegner zugegeben. Aber ihr seht, das Deck ist doch ziemlich stark. 6:0 für uns. Interessante Starterhand. Kein Zauber. Okay, er spielt Grabstein. Aber auch nur Level 6, also auch kein Max-Turniergegner. Sein Megalakai geht noch down, okay. Könnt mir vorstellen, dass das wieder ein Lava-Hund-Gegner wird. Okay, ich spiele die Fire Spirits. Was mache ich jetzt dagegen? Ich weiß es nicht so genau. Ich setze einfach mal den Megalakai. War aber jetzt nicht so schlau von mir, glaube ich. Bisschen unnötig. Und er setzt in meiner richtig schwach, seht ihr es, Leute? Er setzt in meiner so, dass beide Türme auf ihn drauf schießen können. Und hier muss ich die Pfeile werfen, dass wir nicht zu viel Schaden kassieren. Ich spiele den Inferno-Drachen. Wir haben keinen Blitz gegen ihn, wir haben nur den Feuerball. Das ist gar nicht gut. Und der Pfeil drüber, davor. Okay, wir rücken jetzt mal richtig hart nach. Die Fire Spirits sitzen einigermaßen von ihm. Aber ein Skelett ist am Turm. Der Megalakai kommt dazu.
Sein Megalakai stirbt auch. Und das war alles in allem in Ordnung. Wir haben ein bisschen Schaden rausbekommen. Ich hätte jetzt vielleicht einen Push starten sollen. Ich hätte vielleicht jetzt den Miner schnell setzen sollen. Dahinter die Lakaienhorde. Hätte ich aber schneller machen müssen. Es ist ein Lava on Deck. Damit hatte ich jetzt gerechnet. Wir können leider seinen Inferno-Drache nicht kontern. Das ist das große Problem gerade. Ohne die Pfeile drin. Ziemlich starkes Deck gegen uns. Wir kommen jetzt mal einfach ganz offensiv. Das war zu befürchten. Mal ganz offensiv hier mit den Lakaien, wollte ich sagen. Jetzt versuchen wir hier noch irgendwie was davor zu kriegen. Und insgesamt geht es noch in Ordnung. Wir kassieren langsam etwas Schaden. Er aber zum Glück auch. Wir gehen jetzt mal ganz aggressiv über die andere Seite. Er geht über die Seite, okay. Er geht mit allem, was er hat, dagegen. Jetzt werden gleich die Pfeile wiederkommen, da kommen sie. Unser Push kommt nicht durch, seiner aber auch nicht. Feuerball drüber schnell. Schwacher Feuerball, jetzt müssen wir noch die Pfeile werfen. Na, er kriegt guten Schaden gegen uns. Das Deck ist richtig stark gegen uns. Das ist leider wirklich so. Bisher wenig zu machen. Das könnte die erste Niederlage werden. Gegen einen richtig starken Gegner gegen uns. Also. Ich weiß nicht so genau, was ich machen will. Er hat auch immer die Pfeile ready. Also er hat wirklich alles immer bereit. Wir werfen einfach einen Feuerball drüber. Bringt nichts, bringt überhaupt gar nichts. Seine Lakaien oder auch noch, aber seine Pfeile sind weg. Das nutzen wir aus hier. Aber halt auch die Fire Spirits. Hier müssen die Pfeile noch schnell kommen von uns. Ja, macht einfach viel besseren Schaden als wir durchgängig. Da haben wir kaum Chancen. Er wird jetzt, glaube ich, offensiv seinen letzten Push durchbringen wollen. Hier nochmal den Feuerball werfen gegen ihn. Müssen wir. Das wird die Niederlage werden. Pfeile noch von ihm. Ja, da haben wir keine Chance gehabt. Vielleicht auch nicht optimal für mich gespielt. Der Gegner lacht natürlich jetzt noch. Wunderbarer Gegner. Genauso wünscht man sich das doch. Hier leider die erste Niederlage. Richtig starkes Gag gegen uns. Also er hat ja wirklich 1, 2, 3, 4 starke Einheiten gegen uns gehabt. Den Inferno-Drachen, die Lakaienhorde, den Mega-Lakai und, das ist auch noch ganz bitter, die Fire Spirits, wo wir beide Lakaienarten drin haben. Gegner bei knapp über 3000 nicht so gut, aber er hat ein absolutes Konterdeck gehabt. Schlimmerer Konter gibt es eigentlich gar nicht. Erste Niederlage nach 6:0 Siegen geht doch immer in Ordnung, finde ich. Gegen Lava-Hund-Gegner hilft auch der Grabstein nichts mehr. Das ist das Schlimmste. Der Grabstein ist defensiv völlig nutzlos gegen Lava-Hund-Gegner. Okay, kein Problem für uns, wir haben die Lakaien. Wir werden hier gleich noch den Tunnelgräber davor schieben. Ah, zu früh von uns, glaube ich, oder? Ne, passt noch. Er wirft die Pfeile, alles in Ordnung bisher. Hat einen Ofen, okay. Das ist nicht so schön. Wir gehen über diese Seite. Ofen ist ganz, ganz schlimm wieder gegen uns. Die Fire Spirits können ja ganz einfach unsere Lakaien oder töten. Und dann auch die Pfeile drin. Pfeile und Feuergeister gegen unsere Lakaienhorde. Richtig bittere Sache. Schwache, richtig, richtig schwache Lakaien hier von ihm. So, jetzt halten wir gleich den Feuerball drüber. Die Musketierin stirbt leider nicht, aber wir kriegen trotzdem richtig, richtig guten Schaden hier raus. Schnell auch die Lakaien davor. Ja, sehr schön, hat alles geklappt. Hier noch schnell den Tunnelgräber hin. Grabstein, um die Fire Spirits wegzumachen. Wunderbar. Wir haben mehr Schaden verursacht. Und das sieht alles gar nicht schlecht aus. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wie wunderbar hier unser Grabstein seinen Ofen kontert. Wunderbar. Kein Schaden am Turm für ihn. Immer die Lakaienhorde. Wenn er jetzt noch die Pfeile drüber wirft, dann hat ihn das eine Elixier mehr gekostet.
kann allerdings auch sein, dass die Fire Spirits sich draufstürzen werden. Nicht so stark von mir hier. Hätte ich besser lösen müssen. Wir setzen wieder einen Grabstein, um die Fire Spirits besser aufzuhalten. Mal schauen, ob wir wieder mit dem Musketier kommen. Da kommt es auch schon. Pfeile von uns schnell. Schlechte Pfeile von mir. Schnell auf den Tonnenkleber davor, dass er tanken kann. Wenn er jetzt tanken kann, dann sind wir praktisch durch. Und er tankt nicht rechtzeitig, weil die Pfeile vom Gegner richtig stark kommen. Jetzt müssen sie richtig schön defensiv gehen, dass wir auf gar keinen Fall zu viel Schaden kassieren. Schöner Lightning. Wir werfen mal einen Feuerball drauf. Das sollten wir eigentlich aufhalten können, das sieht gut aus. Tunnelkleber muss nur ein Hit oder zwei Hits dran schaffen. Dann war's das. Schöne Ach, nicht gut. Das reicht trotzdem, der Fireball wird jetzt gleich durchgecycelt. Nicht der schönste Sieg, aber immerhin ist es ein Sieg. Ja, sehr schön. 7:1. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ein richtig hartes Counterdeck erwischt. Da hatten wir keine Chance. Aber auf jeden Fall deutlich besser als gestern. Jemand, der fast bei 4000 Pokalen war, also auch jemand richtig starkes, trotzdem wenig Chancen gegen unser Deck gehabt. Richtig stark. Wir haben nichts auf der Hand, wir müssen einfach mit dem Miner starten. Mal schauen, was er macht. Das ist eindeutig ein typisches Hawk Cycle Deck, ganz eindeutig. Wir werfen mal einen Feuerball drüber. Es ist kein Hawk Cycle Deck, es ist also ein Golem-Spieler, okay. Richtig schön, habt ihr es gesehen, wie wir hier richtig, richtig stark seinen Mega Lakai bezogen haben und trotzdem kriegen wir richtig guten Schaden. Nicht schön. Aber es geht noch in Ordnung. Tunnelkleber vorne dran. Wenn ich die Bogen schützen, kommen wir mit dem Feuerball. Nein, schöner Eisgolem, da brauchen wir keinen Feuerball werfen. Und die Bogenschützen hier lassen wir gleich durch. Wir setzen uns hier einen Lava-Hund. Die Frage ist, ob er die Pfeile drin hat. Das ist eine richtig, richtig, richtig entscheidende Sache, weil er die Pfeile drin hat. Hoffentlich nicht. Feuerball. Feuerball ist in Ordnung, kostet ihn ein Elixier mehr als uns. Okay, Jetzt müssen wir schnell schauen, dass unser Megalakai in sein Megalakai rankommt. Das klappt gut, das klappt richtig gut. Die Pfeile kosten ihn auch nochmal Elixier. Richtig stark hier für uns. Unser Deck ist eigentlich auch richtig stark gegen Golem-Gegner. Also wenn ihr gegen Golem-Gegner verzweifelt, unser Deck ist zwar schwierig zu spielen, aber es ist wirklich richtig stark gegen Golem-Gegner. Ich komme hier nochmal mit einem Push, mal schauen. Wenn er schlau ist, macht er einen schönen Feuerball. Okay, wir machen einen Grabstein. Grabstein ein bisschen gefailt, leider. Aber wir kriegen den Turm von ihm, das ist richtig wichtig. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, dass wir nicht den Turm verlieren. Die Lakaien kommen auch noch dazu, schnell. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Und das sieht richtig gut aus für uns, Leute. Sieht richtig, richtig gut aus. Tunnelkleber noch davor. Der Lava und auch noch davor. Jetzt kommt richtig was auf ihn zu. Wenn er das verteidigen kann, wird es mich überraschen. Feuerball noch drüber. Richtig guten Schaden. Wir kriegen, glaube ich, auch noch das 2:0 hin. So sieht's aus, Leute. 2:0 für uns. Richtig schön hier, der Gegner. Perfektes Konterdeck von uns. Und genau dafür habe ich den Labyrinth auch gewollt. Genau für diese Decks. Der Grabstein ist eigentlich auch wirklich besonders schwach gegen uns, zugegeben. So, hier noch mal schön verteidigt, kein Problem. Nächster Sieg für uns. Das ist, soweit ich weiß, jetzt das 8:1 für uns. Läuft auf jeden Fall. Schön. Ja, 8:1. Meine Gegner kurz anschauen. Ja, relativ guter Gegner. Bei 3446, Entschuldigung.
Keine gute Starthand hier. Gefällt mir überhaupt nicht. Mal sehen. Miner von ihm, sehr schön. Können wir gut aufhalten. Machen wir noch einen Tunneltreiber davor. Und dann haben wir schon den ersten kleinen Push. Okay. Er kommt mit dem Musketier, nicht übel. Wir setzen die Lakaien heute. Und er, unglaublicher Predict hier von ihm. Richtig stark. Er kriegt, glaube ich, auch einen Hit raus. Wie bitter. Wieder ein Gegner mit den Feuergeistern. Richtig, richtig bittere Sache. Und er kriegt auch richtig guten Schaden hier raus. Ah je, Feuergeister. Und wir haben wirklich richtig, richtig fetten Schaden erwischt. Aber wie er auch einfach noch die Feuergeister hingesetzt hat. Übelst bittere Sache hier. Und jetzt spielen wir den Feuerball. Und jetzt spielen plötzlich die Gegner auch wieder die Musketierin. Wo der Blitz deutlich besser wäre. Hier halten wir wieder schön mit den Lakaien auf. Die kommen ein bisschen spät. Die Skelette helfen langsam auch noch mit. Meine kriegt, glaube ich, 3 Hits raus. Okay, diesmal machen wir nicht den Fehler. Noch ein Feuerball drüber. Dann steht das alles hier. Wie ehrlich, erwischen unglücklicherweise jetzt nicht seinen Mini-Packer. Da werden wir nicht viel Schaden rausbekommen. Aber es hat noch ordentlich Elixier gekostet. Oh doch, er greift den Lava nicht mehr an. Das kostet Elixier. Das kostet auf jeden Fall richtig Elixier. Die Pfeile kommen relativ spät. Willkommen. Der Angriff auf unseren Lava und kommt viel zu spät. Das sieht gut aus. Jetzt können wir hier nochmal richtig schön verteidigen. Den Turm sollten wir bekommen. Jetzt aufpassen, dass wir das Musketier wieder erwischen. Da kommt es. Weg ist das Musketier. Wir erwischen sogar noch seinen Mini-Packer. Wenn einer keinen Turm kommt, das kommt er nicht. Die Pfeile sitzen auf. Die Pfeile sind jetzt aber weg für ihn. Wir werfen einfach nochmal Pfeile drüber. Dann war es das auch mit seinem Turm, denke ich. Ja, sehr schön, wir kriegen den Turm. Kein schlechtes Deck gegen uns auf jeden Fall, mit den Feuergeistern auch. Aber die Taktik hat mir ein bisschen gefehlt bei ihm. Den Turm kriegt er hoffentlich nicht mehr ganz. Nein, gut. Nächster Sieg, 9:1. Sieht sehr richtig gut aus heute. So, nächstes Spiel. Hatte mir kurz mal eine kleine Trinkpause gegönnt. Golem-Gegner und wir setzen leider den Grabstein auf die falsche Seite. Wir werden jetzt überraschend noch den Lava-Hund vorne dran setzen. Was anderes bringt uns auch nichts. Okay, jetzt müssen wir richtig aggressiv rangehen. Gefällt mir hier alles gar nicht. Er hat einen Feuerball. Warum hat er denn einen Feuerball drin? Ich weiß es nicht. Egal, es passt noch. Wir werfen hier einen Feuerball jetzt selber drüber. Das ist richtig stark. Hier ist der Feuerball auch richtig sinnvoll. Und wir erwischen noch den Megalakai einfach. Richtig nice. Das sieht richtig gut aus. Die Pfeile sitzen aber richtig gut von ihm. Klasse Pfeile von ihm. Hat aber so viel Elixier gekostet. Da waged er auch jetzt. Das war richtig gut für uns. Meine Güte. Wie der Feuerball einfach gesessen hat für uns. Und ihr seht, wie schwach der Golem jetzt hier gegen unsere Taktik war. Er ist nicht durchgekommen. Wir gehen defensiv wieder mit der gleichen Taktik. Wir wissen jetzt, wie er spielt. Er wird wieder einen schönen Feuerball setzen, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen warten wir jetzt mit unserer Lakaien und hoffen, dass er den Feuerball setzt. Er macht gar nichts, sehr schön. Jetzt kommt er hier mit dem Friedhofszauber. Da wird er jetzt hoffentlich nicht gleich den Feuerball ready haben für. Hat er nicht, wunderbar. Kein Problem zur Verteidigung. Jetzt geht der Gegner richtig unter Druck hier. Wir werfen hier noch einen Feuerballschnell drüber. Hoffentlich reicht das noch. Und wir erwischen schon wieder. Er macht den gleichen Fehler nochmal. Wir erwischen wieder seinen Megalakai. Er hat die Pfeile schon mal nicht ready. Und wir führen mit 1-0. Wunderbar. Seine Pfeile kommen sogar noch. Gott.
Richtig schwach gespielt hier von ihm. Geht in den Grabstein. Okay. Habe ich mich richtig entschieden, den Laban auf diese Seite zu setzen? Wir zwingen jetzt dazu, seinen Feuerball rauszuholen. Mal schauen, ob es auch macht. Wir setzen jetzt selber einen Feuerball. Und erwischen, das gibt's doch überhaupt nicht. Wir erwischen da schon wieder seinen Mega-Lakai, der direkt tot ist. Das ignorieren wir jetzt einfach. Er wird vielleicht auch unseren Turm bekommen, wenn wir Pech haben. Mal schauen. Und er aktiviert einfach noch unseren King Tower. Überhaupt kein Problem jetzt hier für uns. Er setzt den Golem defensiv ein. Gute Idee. Trotzdem, wir kriegen nicht ganz das 2:0. Hat er nochmal verteidigt bekommen. Gute Idee von ihm auf jeden Fall. Der Golem ist noch schon tot, bevor er bei die Brücke geht. So einfach kann das sein. Golem-Gegner haben keine Chance gegen uns. Und mir kommt es vor, als würde das Deck immer stärker werden, umso mehr man Siege hat. Weil man immer mehr gegen diese typischen Decks spielt. 10:1, wunderbar. Nächstes Spiel. Ganz schlechte Starterhand. Ich denke, ich starte mit einem Miner jetzt. Okay. Mal schauen, was klappt. Sehr schön, jetzt können wir auch die Pfeile drüber setzen. Dann ist die Pumpe schon fast down. Er spielt Pumpe. Interessant. Okay. Hat uns aber auch viel Elixier gekostet jetzt. Viel Elixier. Um hier zu verteidigen. Mal schauen. Er wird ein ziemlich... Richtig, er spielt ein typisches Push-Deck. Wir müssen jetzt noch den Lava-Hund dazwischen schieben. Auf jeden Fall. Er wird, denke ich, mit dem Riesen kommen oder so. Ein Ritter? Was wird das denn? Okay, jetzt machen wir schon noch die Lakaien davor. Das sieht gar nicht übel aus. Der Fallball sitzt richtig hart. Er kriegt doch nicht unseren Turm, oder? Wir müssen die Hexe jetzt hier wegmachen. Kriegen wir. Pfeile noch drüber. Das sieht gar nicht gut aus. Was war das denn? Richtig schwach. Wir haben so viel Elixier ausgegeben. Aber hat er keinen Konter mehr? Oh Gott, wie glücklich, Leute. Seine Hexe kommt richtig schwach hier. Richtig gut für uns. Wir kriegen seinen Turm. Richtig wichtig. Auf dem anderen Turm haben wir jetzt auch schon richtig Schaden. Jetzt haben wir eine klare Führung plötzlich. Wir mussten diesen Turm kriegen. Und diesen Turm ist richtig bitter für uns ausgegangen. Er hat einfach zu aggressiv gepusht. Er will jetzt auf 3:0 gehen. Hoffentlich stirbt die Hexe. Sie stirbt nicht, okay. Bitter für uns, aber jetzt sollte eigentlich die Lakaien töten auch noch, genau. Okay, da kriegt er kaum Schaden raus. Das hat ihn auch wieder Elixier gekostet. Wir setzen einen Tunnelgräber vor das Ganze. Der sitzt richtig schön. Ne, er sitzt nicht ganz, schade. Ich hoffe, dass ein Lakai noch an den Turm kommt. Wir kriegen trotzdem ein bisschen Schaden. Er wirft einen Feuerball. Oh Gott, wie schlecht. Richtig schön für uns. Interessant, gegen wie viele Hexen wir heute gespielt haben. Ich habe, glaube ich, gegen 4 oder 5 Hexen gespielt. Verdammt viel. Okay, wir setzen die Lakaien heute hier dagegen. Jetzt können wir die Pfeile werfen, gleich den Feuerball über die Hexe. Das kommt aber, glaube ich, nicht mehr ganz rechtzeitig. Mal schauen. Schnell auf den Feuerball drüber. Die gehen zuerst auf den Ritter. Wunderbar. Klappt. Egal, er wirft den Feuerball. Okay. Jetzt noch ganz schnell den Tunnelgräber davor. Das ist ganz wichtig. Er kommt auch mit dem Tunnelgräber. Der ist aber ziemlich schwach von ihm. Richtig gut. Turm fällt von ihm. Wir kommen noch mit einem defensiven Grabstein. Einfach nur noch verteidigen die letzten paar Minuten. Sekunden, natürlich. Hier nochmal einen kleinen Tank davor, der Megalakai. Der Megalakai kann auch gut als Tank dienen. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Einfach noch die Pfeile drüber, kein Problem. Und dann haben wir hier das souveräne 11:1. Richtig schön. Man muss sehr konzentriert spielen, man darf nicht so viele Fehler machen. Man muss auch ein bisschen Glück haben, dass der Gegner nicht die richtigen Kontereinheiten dabei hat. Was uns kontert, sind Feuerball und Pfeile. Wenn der Gegner das nicht dabei hat, dann sieht er auch ziemlich schlecht aus. Letztes Spiel hoffentlich. Dann wären das hier auch schon die 12 Siege. Wir gehen aggressiv und das ist richtig bitter für uns. Wie er einfach in dem Moment mit seinem Drachenbaby kommt und uns richtig kontert. Pfeile sitzen.
Richtig schön, Pfeile. Okay, keiner hat Schaden rausbekommen. Ich glaube, wir haben etwas mehr Elixier ausgegeben als er. Das ist ärgerlich. Unangenehmes Deck gegen uns. Ich weiß nicht genau, was er spielt. Golem. Golem ist eigentlich relativ schwach gegen uns, aber er hat das Drachenbaby drin. Das ist das Schwierige. Wir kommen jetzt von hinten mit dem Lavahund. Und mal schauen, was er noch so drin hat. Hoffentlich keinen Feuerball. Hoffentlich den Lightning und nicht den Feuerball. So, jetzt kommen unsere Lakaien. Wir kommen hier jetzt auch schnell mit dem Megalakai. Der soll sich hoffentlich ums Drachenbaby kümmern. Und das macht der wunderbar, wunderbarer Megalakai hier von uns. So, hoffentlich erwischen wir ihn jetzt richtig, aber ich glaube, das wird nicht reichen vom Schaden hier. Hat er gut verteidigt bekommen, haben wir schlecht gespielt leider. Richtig schwach gespielt von uns. Seht euch das an, wie gut er das verteidigt bekommen hat. Ich fasse es nicht. Erwartet, okay. Jetzt kommt das Golem. Mir fällt gerade ein, dass ich immer falsch sage, es heißt der Golem und nicht das Golem. Da wurde ich letztens darauf hingewiesen. Natürlich mein Fehler, es heißt ja der Golem, nicht das Golem. Feuerball von uns, vielleicht ein bisschen früh, ich weiß es nicht. Lightning von ihm, okay. Wir werfen hier noch die Pfeile drüber, dass es nicht zu viel Ärger gibt. Er erwischt beide Grabsteine, richtig bitter. Vielleicht kriegen wir hier noch schnell... Nein, gar kein guter Miner. Das kann das Spiel kosten. Drei Elixier sind weg. Richtig schlechter Miner von uns. Nicht zu viel Schaden hier kassieren, auf gar keinen Fall zu viel Schaden kassieren. Geht noch in Ordnung. Wir müssen richtig offensiv gehen. Ich komme jetzt hier sogar noch mit dem Miner. Feuerball drüber. Die Skelette haben gesetzt von ihm leider. Richtig stark von ihm. Der Feuerball erwischt aber auch richtig hart. Aber wir kriegen zu wenig Schaden hier raus leider. Wir werfen aber die Pfeile schnell drüber. Nein, wir verlieren das Spiel. Gut gespielt vom Gegner. Ich habe im ersten Push leider viel zu viel Schaden passiert. Dadurch habe ich das hier verloren. Ein Push hat mich richtig böse erwischt. Danach hat die Verteidigung eigentlich gesessen. 11 zu 2, hoffentlich kriegen wir die 12 Siege noch. So oder so, das Deck war auf jeden Fall überzeugend, fand ich. Oh je, ganz klar, das wird ein Inferno-Bait-Deck. Ein ganz normales Sepp-Bait-Deck hier vom Gegner. Mit der Lakaienhorde. Richtig, richtig belastend. Da kriegt auch schon den ersten Schaden raus. Nicht das Deck, gegen das ich besonders gern spiele. Da geben wir mehr Elixier aus und kriegen kaum Schaden raus, leider. Ich denke, er wird einen Miner davor schieben. Okay, kommt mit dem Koboldfass, das passt uns eigentlich ganz gut. Jetzt kann er ganz schön mit seiner Prinzessin kommen. Das wird er auch auf jeden Fall ausnutzen. Ja. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Hoffentlich kommt er jetzt nicht gleich mit der Lakaienhorde. Wir warten noch. Ich denke, jetzt kommt gleich seine Lakaienhorde. Da kommt sie. Man kann auch sogar schon wissen, was er macht. Das sind einfach diese Null-Skill-Gegner. Wir müssen den Feuerball werfen. Wir wissen definitiv, dass er ein Inferno drin hat. Definitiv. Ich glaube, das könnte sitzen, wenn die Lakaien jetzt nicht an den Turm kommen. Richtig stark. Das hat gesessen. Jetzt wusste ich, dass das Skelett an mir kommen würde. Hier die Pfeile früher werfen sollen. Hätte es richtig gepasst, aber ich habe sie leider nicht geworfen. Jetzt haben wir natürlich keine Pfeile gerade. Genau, das ist die Taktik von diesem Deck. Da kriegt er wieder ein bisschen Schaden raus. Und auf Dauer gewinnt er auch so. So. Jetzt holen wir zum allerersten Mal unseren Lavahund raus.
Wir warten und setzen jetzt unser Lakaien dagegen. Er macht gar nichts. Ich weiß gerade nicht, was los ist bei ihm. Schau den Tunnelgräber noch. Pfeile drüber. Was macht ihr da? Hat er jetzt etwa keinen Konter? Der Inferno richtig schwach von ihm. Wir kriegen nicht genug Schaden raus, aber wir kriegen guten Schaden raus auf jeden Fall. Definitiv guter Schaden hier. Ein Lakai kommt an den Turm. Ein Lakai ist am ganzen Zeit am Turm, das ist entscheidend. Und ich würde fast sagen, das ist der Sieg, Leute. Ja. Wunderbar. Gegen einen Sepik-Gegner gewonnen. Da lacht man doch sogar noch. Dem gönnt man es doch richtig. Kein Skill, die ganze Zeit nur Koboldfässer rüberwerfen, den Inferno-Turm setzen. Genau das ist die Taktik bei dem Deck. Mag ich überhaupt nicht. Wir haben es trotzdem gegen ihn geschafft, haben den 12. Sieg geschafft. 12-2. Schönes Deck. Wir öffnen jetzt auch gemeinsam die Truhe. Und dann war es das auch mit dem Video. 2000 Gold. Elite-Barbar. Wie gesagt, morgen kommt mein Video zu diesen. 10 mal den Feuerball. 74 mal den Tesla. Und jetzt noch ein Epic. Und zwar einmal den Wutzauber. Okay. Gut. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Deck gefallen. Hier ist es nochmal. Morgen kommt ein Video zu den Elite-Barbaren. Ich werde sie bewerten und euch sagen, was ich von diesen halte. Wir sehen uns dann morgen. Bis bald, Leute. Ciao.